Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Wachstumsstrategien und was man darunter versteht. Um als Unternehmen wachsen zu können bzw. zu wachsen, stehen Ihnen mehrere Wachstumsstrategien bzw. auch Kombinationen aus diesen Wachstumsstrategien zur Verfügung. Für welche der Strategien Sie sich dann am Ende entscheiden, hängt einerseits vom Markt und andererseits von Ihrem Unternehmen ab. Wenn wir uns hierzu dann in weiterer Folge eben auch die Literatur anschauen, dann können wir aber 4 grundsätzliche Wachstumsstrategien unterscheiden. Und diese Wachstumsstrategien werden auch häufig als Marktfeldstrategien oder Produkt- und Marktstrategien verstanden oder bezeichnet. Sehen wir uns nun diese 4 Wachstumsstrategien etwas genauer an. So können wir einerseits die Marktdurchdringungsstrategie, die Marktentwicklungsstrategie, die Produktentwicklungsstrategie und die Diversifikationsstrategie. Starten wir zuerst mit der Marktdurchdringung. Also bei der Marktdurchdringungsstrategie nehmen Sie bestehende Produkte und versuchen diese vermehrt an die bestehende Zielgruppe zu verkaufen. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn Sie beispielsweise versuchen, Ihre Kunden zu einem höheren Kaufvolumen anzuregen, indem Sie Mengenrabatte anbieten. Die nächste Strategie ist die Produktentwicklungsstrategie. Dort haben wir neue Produkte, welche versucht werden, bei der bestehenden Zielgruppe zu verkaufen. Und auch hier ein kurzes Beispiel oder eine kurze Erläuterung dazu. Sie entwickeln ein völlig neues Produkt bzw. wandeln dieses Produkt ab, zum Beispiel im Design, und versuchen dieses dann der bestehenden Zielgruppe zu verkaufen. Die nächste Strategie ist dann die Marktentwicklungsstrategie. Auch dort haben wir wieder bestehende Produkte, welche wir hier jedoch im Unterschied zur Marktdurchdringung einer neuen Zielgruppe anbieten. Also beispielsweise wäre hier zum Beispiel daran zu denken, dass Sie neue Märkte erschließen, also zum Beispiel in Länder expandieren, wo Sie derzeit noch nicht vertreten sind und dort Ihre Produkte anbieten. Und zu guter Letzt kennen wir dann noch die Diversifikationsstrategie. Und dort haben wir neue Produkte, welche wir einer neuen Zielgruppe anbieten. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn Sie als Unternehmen neben den Kernprodukten noch weitere zusätzliche Produkte anbieten. Ja, und somit sind wir dann eigentlich eh schon am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch oder wenn Sie unseren YouTube-Kanal Business Fragen abonnieren.